Hallo und willkommen zurück zu Lego Worlds. Ich sag das so selten, aber bei Keks Gamer. Ich find's nicht, weiß nicht. Man muss doch nicht jedes Mal den Namen sagen. Man weiß doch, wo man guckt. Oder besser gesagt, ihr wisst ja, wie ich heiße. Naja, nicht viel labern, sondern weiter geht's. Wir haben ja den letzten Part. Die schöne Wand hier aufgebaut, wo ich glaube ich locker gefühlte 10 Minuten dran saß, aber dafür ist sie doch schön geworden. Naja, jetzt gehen wir mal weiter. Oh, ist das. Hui, krieg mal sofort Hunger. Und da will wieder einer was von uns. Herr Lebkuchen möchte heute noch ein weiteres Haus genau wie das hier haben. Weißt du, wie du ihm eine genaue Kopie bauen kannst? Ja, das weiß ich. Häuser, die völlig alleine herumstehen, sind ein trauriger Anblick. Es wäre gut, wenn dem Haus hier mindestens noch ein weiteres Gesellschaft leisten würde. So, warte mal raus. Ja, genau das Hier möchte ich kannst du die speichern. genaueren Einzelheiten deines Modells anpassen. Füge Steine hinzu, entferne Steine oder lass es, wie es ist, wenn es dir so gefällt. So wie es ist, lassen wir. Gib ihm einen Namen, platziere es im Rahmen und speichere es für später. Okay, machen wir noch mal ein bisschen raussummen. Ah, okay, das ist so. Ja, lass mal das so. Dann einmal kopieren. Gespeichert. Nicht vergessen, mit dem Entdeckungswerkzeug kannst du alles aus deiner Sammlung platzieren, einschließlich gespeicherter Modelle. Okay. Dann brauche ich jetzt das Werkzeug. Entdecken. Ah. Und setzen wir es einfach jetzt genau daneben. Oh, wir haben einen Block verpasst. Egal. Ist doch schön geworden. Ah. Kopieren ist nicht schummeln, es ist einfach nur eine Zeitersparnis. Genau. Wie in der Schule. Abgucken ist nicht böse. Oder wie? Okay. Kann man das auch entdecken? Nein, entdecken, entdecken. Ich kann einen Mensch entdecken. Neue Entdeckungsart freigeschaltet. Du hast deinen ersten Charakter entdeckt. Charaktere können freigeschaltet werden, nachdem du eine Mission für sie erledigt hast. Sobald sie freigeschaltet und erworben sind, kannst du sie in der Welt platzieren. Ach, das sagt man mir erst jetzt, dann will ich doch voll auch entdecken. Ich möchte nicht entfernen, ich möchte ihn entdecken. Will aber nicht. Den großen Lolli kann ich nicht. Okay. Ist ja nicht schlimm. So, weiter geht's. Oh, was ist denn hier runtergekommen? Farbwerkzeug. Das Farbwerkzeug. Wähle das Farbwerkzeug, um beliebige Dinge umzufärben. Such dir einfach eine Farbe aus und klatsche sie überall drauf. Du kannst dich richtig austoben. Oder färbe einen Stein nach dem anderen. Mache deine Welt etwas bunter. Und beachte, dass sich mit der Farbe manchmal auch die Eigenschaften eines Steins ändern. Färbe sie schwarz, rosa oder lava. Okay. Was ist das für ein Teil eigentlich? Bevor wir es jetzt kaputt machen.
Decke. Doggy Pop. So, jetzt irgendwas kaputt machen. Ui, was willst du denn von mir? Kannst du mein Haus anmalen? Bitte mach es farbenfroh. Ja, natürlich, wenn du bitte sagst. Es ist wirklich schade, wenn etwas so unspektakulär aussieht. Das Ganze könnte etwas Farbe vertragen. Ja, das kann man machen. Die Entscheidung fällt dir vielleicht schwer, wenn so viele Farben und Materialien zur Auswahl stehen. Aber du wirst dich entscheiden müssen. Ja, ich nehme meine Lieblingsfarbe Knallgrün. Das passt einfach in diese Welt rein. Größe. Ah, ich wollte nicht rein. Es sieht auch cool aus. Machen wir einfach hier ein paar Kreise rein. So, runde. Das ist doch ein Traumhaus. Hi. Achso, von der anderen Seite ist es schon. Wie ein Lebkuchen. So. Ich würde sagen, so ist es in Ordnung. Fantastisch. Bist du fertig? Will ich mal sagen, dass das da steht. Forschender Bauer. Noch okay. Eine Herausforderung gemeistert. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. 10 goldene Steine. Damit kannst du die Rakete starten und hast genug Energie, um eine unbegrenzte Zahl neuer Welten zu erreichen. Kehre jetzt zur Rakete zurück, wenn du bereit bist, Abenteuer zu erleben. Ja, aber diese 10 goldene Steine, die habe ich doch alleine irgendwie doch besorgt mir. Das denn hier? Achso. Deine Rakete kann dich zu neuen Welten bringen. Kehre zu ihr zurück, wenn du anderswo Abenteuer erleben willst. Mach ich. Gucken wir uns aber noch hier bis zusammen. Würde ich mal sagen. Eine Mission machen für ihn. Okay. Schon interessant. Was macht der da oben jetzt auf dem Baum? Oder was das sein soll? Und noch ein Stein. Und noch ein. Und noch einen. Dann mal einsteigen und los geht's. Kleine Welten freigeschaltet. Okay. Ich bin noch hier. Hm.
Benutze die Schaltfläche Welt suchen, um neue Welten in der Galaxie zu entdecken. Die Zahl der einzigartigen Welten, die du finden kannst, ist unbegrenzt. Klicke einfach so lange, bis du eine findest, die dir gefällt. Okay. Einfach so random Welten suchen und wir können eine Welt erstellen. Dann mit viel Erfolg eine Welt suchen. Ist klar. Können wir nochmal machen? Ey, guckt euch das mal an, wie oft man das machen kann. Sieht doch interessant aus, schön. Dann einfach mal hin. Start wird vorbereitet. Dann geht's jetzt mal los. Oh, das ist ein Auto. Gesetzlose Lagune. Freies Bauen. Im Modus Freies Bauen sind alle Werkzeuge in einer praktischen Leiste verfügbar. Fortgeschrittene Spieler können so das Werkzeug wechseln, ohne das Spielrad öffnen zu müssen. Freies Bauen bietet zusätzliche Optionen und kann beim präziseren Platzieren von Steinen helfen. Okay. Boah, was kann man denn hier alles entdecken? Schliff. Kann ich mit dem Auto fahren oder ist das Auto kaputt jetzt? Beschleunigen. Oh, ich bin hier vorgefahren. Rückwärts. Oh, guck mal, was da steht. Möchte ich auch haben. Ich wollte aber nicht einsteigen. Ich möchte es haben. Entdecken. Hallo. Reden. Wir haben dieses riesige Fußabdruck gefunden und sie ist reingefallen. Bitte hilf ihr dort raus. Ja, natürlich, allein weil du bitte gesagt hast. Boah, ist aber ein riesen Abdruck. Guckt euch das mal an. Ui, was haben wir jetzt bekommen? Blauer Edelstein. Wie nur ein Edelstein? Es war toll, wenn wir uns irgendwo ausruhen können, ohne den ganzen Weg zum Labor zu gehen zu müssen. Was ist denn das? Achso, so ein komisches Teil. Okay. Und dann fahren wir da mal hin. Oder suchen wir das, was wir da suchen müssen.
Das leuchtet da hinten auch noch. Ja, okay. Ich sehe hier so gar nichts aus dem Auto, aber es ist mal lustig, dass man so fahren kann. Ach nö. Nö, ich bin festgefahren. Aber warte mal, wir sind ja Meisterbauer und können doch einfach das Auto da rausholen. Würde ich jetzt persönlich sagen. Ein bisschen runter und. Sag nicht, das Auto ist jetzt da drinnen. Yeah, es hat geklappt. Ja, komm, Auto. Hoch mit dir. Ja, los. Ach nee, ey, das Auto schafft das nicht. Ah. Ey, das ist ja mal lustig. Man kann das komplett in der. Okay. Ich bin sehr überrascht. Entdecken. Dein Wasser ist auch was. Na wo? Aber ich spiele lieber so. Wer läuft denn da drinnen rum? Einige Gegner kannst du nur mit besonderen Waffen besiegen. Achte auf die verschiedenfarbigen Herzen. Zombies sind mit Standardwaffen nur sehr schwer zu besiegen. Wenn du ein mächtiges Schwert oder etwas Explosives hast, dann lass keine Gnade walten. Außer beim Zombie-Cheerleader. Die ist so süß auf eine teuflische, untote, hirnfressende Art. Okay. Der Entwurf für meine Eiskanone ist fast perfekt. Wenn du mir ein Pinballgewehr und ein Eis am Stiel bringst, baue ich dir einen Prototyp. Was ist das denn das? Eis am Stiel und sowas. Ja, aber wo kriegt denn das alles immer her? Au! Was willst du von mir? Geh weg! Ah. Oh, man kann hier aber echt viel erkunden. Was ist da drin? Ne? Mich da rein. Er lässt mich aber nicht. Es ist auch mal interessant, dass die Welten hier auch mal dunkel wird. Welches Kopier? Landschaft? Konnte doch irgendwie auch Sachen rein so Formen Größe, ah, so war das. Nee, das ist, so war schon mal falsch. Ersetzen, eben. Ja, das war's doch. Entfernen.
Ah, ich bin runterfallen. Ich komme immer nicht rein. Darf doch nicht wahr sein. Brauche ich noch mal das Ding? Entfernen, entfernen. So, jetzt muss ich aber reinkommen. Was ist das jetzt hier? Also ich kann es aufmachen. Was ist das? Pinballgewehr. Kann ich damit schießen? Wie kann ich damit denn schießen? Oh, ist das cool. Bam, bam, bam. Ey, guckt euch mal, das wird dann auch noch farbig hier. Das ist cool. Handel. Die Händlerin durchstreift die Galaxie auf der Suche nach Entdeckern, die eine Vielzahl verschiedener Gegenstände benötigen. Manche davon sind ziemlich selten, aber alle sind sie ziemlich teuer. Oh ja. Sie haben, was du suchst. Geh weg! Eine Waffe! Bam, bam, bam! Und der stirbt dabei nicht. Okay, gehen wir mal weiter zum nächsten Punkt. Oh, wir finden jetzt noch einen. Hey! Autsch! Der hat irgendwo einen Stein gehabt. Geh weg von mir! Doch irgendwo so ein komisches Boot gehabt, oder? Aber man verläuft sich hier wirklich schnell. Mal hier. Hast du in der Nähe vielleicht seltene rote Raven gesehen? In meiner Sammlung fehlt nämlich einer. Hey. Ein roter. Da ist doch so ein Teil, das habe ich gesucht. Beschleunige. Boah, ist das groß. Man kann sich ja hier locker verlaufen. Hallo, ist einer zu Hause? Ups, das wollte ich jetzt nicht. Da ist Tür, da ist in der Tür. Oh, eine Kiste. Ja, wir können das Ding aufbauen. Jetzt muss ich nur noch zurückfinden. Ist das nicht toll? Was ist denn da los? Hallo? Ach, das sind die Zombies. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Den lasse ich mal echt Abstand.
Muss ja gleich nur noch zurückfinden, hoffentlich. Aber da habe ich, glaube ich, die geringsten Sorgen, dass wir nicht zurückfinden. Oh, da ist auch so ein Zombie. Einfach runterfahren. Und Vollgas. Was haben wir denn hier? Kann man das auch einstellen? Jo. Wenn man schon unterwegs ist. Da ist schon wieder so einer. Hier kann man nicht tauchen. Bringt einfach nichts. Der hat einen Goldenstein. Schnell zu ihm hin. Bring ihn nicht um. Geh weg. Oh. Meine Güte. Ich brauche Schutz, aber keine Kokos. Die sind mir zu gemein. Vielleicht schon was Grünes, aber Kleines. Frosch, Frosch. Er möchte Frösche haben. Warte mal. Ah! Bleib stehen! Unruhestifter. Die können einem ganz schön auf die Nerven gehen, aber sie sind irgendwie süß, oder? Jedenfalls haben sie Steine dabei, die du einsammeln solltest. Und manchmal haben sie vielleicht sogar etwas dabei, das noch wertvoller ist. Jage sie und bringe sie zu Boden. Sie sind gar nicht so einfach zu erwischen. Merke ich. Also musst du kreativ sein. Bleib doch mal stehen. Hab dich. Okay. Aber bin immer noch überfragt jetzt. Soll ich für ihn Frösche besorgen? Ja, eins und den Frosch. Ach, hier ist die Weltende. Hier muss irgendwo ein Stein sein. Da. Ah! Ach Gott, Jen. Der hat doch einen Stein gehabt. Das kann nicht wahr sein.
Mal ehrlich, die sind aber übelst stark. Mir hat am Anfang die Aufgaben besser gefallen. Mit noch einen roten Stein haben. Warum verschwinden eigentlich diese Steine jedes Mal? Kapier ich nicht. Warte mal, hier ist noch was. Ah, jetzt guck auch noch ein Krokodil. Wir sind da. Hier ist noch eine Kiste. Okay. Ein Bogen. Okay, das ist. Und da ist eine Kiste. Geh auf. Ach, nur von der Seite aus. Hier steht ein Auto. Mal gucken, ob ich noch die andere noch finde, wo wir das abgeben müssen. Das war, glaube ich, Richtung Schiff oder Boot. Irgendwo war das dann. Dass wir auch noch einen Stein bekommen. Hier, genau. Weiter. Rede. Hast du... Möchtest du Aufgabe? Aufgaben? Hä? Ich hab das doch verteilt. Aufgeben? Nein! Nicht aufgeben! Ah, voll verlesen. Ich hab das doch das Teil. Wartet. Irgendwo war das doch. Ui. Oh, ist das denn groß? Ich setze es mal hier. Yeah. Jetzt habt ihr mal einen Stein für mich, oder? Ein Fisch! Boah, was wollen die alles von mir? Jetzt da das Labor ausgerüstet ist, brauchen wir noch nur noch ein paar Messgeräte, um unsere Daten aufzuzeichnen. Die Gegenstände, die du für diese Mission brauchst, sind definitiv ganz in der Nähe. Halte danach Ausschau. Guck nach oben. Guck nach unten. Guck geradeaus. Oft sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Das Ding brauchen wir doch. Ja, Messgerät. Drei Stück. Also drei Messgeräte brauchen die. Hatte ich jetzt nicht gerade ein Messgerät? Genau. So, das haben wir. Jetzt noch vier davon.
dahin. Ist noch so ein Teil. Das habe ich jetzt nicht, oder? Nein, das haben wir noch nicht. Das sind so ein Teil hier drinne. Ist das nicht das hier? Achso, das ist ein Einzel. Okay. Das ist eben. Ach, da ist es doch. Oh. Ich wollte schon sagen, komm, das finden wir nachher. So, und davon noch einen? Nee, nicht davon. Das setzen wir dann noch hier hin. Jetzt sind wir fertig. Ja! Das war jetzt schwer. Nein, war viel Arbeit. Okay. Jetzt haben wir jetzt mal einen Stein noch gesammelt. Und damit würde ich dann mal sagen, bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt, Keksgamer zockt Lego Worlds. Damit tschüss.